Herzlichen Dank für die Möglichkeit, bei dieser NFT for Biodiversity Jahreskonferenz teilzunehmen. Schöne Grüße aus Wien. Bei uns ist es ja recht sonnig momentan. Ich möchte in den folgenden Minuten kurz die Arbeiten und Umsetzung zur ELTA-Forschungsinfrastruktur, den Hintergrund vorstellen und ein bisschen so den Bogen spannen über die Herausforderungen zu NFTI, wo meines Erachtens von dem, was ich bis jetzt gehört habe, eben die Problemstellung und die Aufgabenstellung recht ähnlich ist und auch die Lösungsansätze. Wie gesagt, mein Name ist Johannes Peterseil, Umweltbundesamt Wien. Ich leite eben das Team Ökosystem Forschung und Umweltinformation und bin auch Mitglied und arbeite mit dem Informationsmanagement-Team von ELTA. Ganz kurz. 2021 war das wärmste Jahr seit Klimaaufzeichnungen in Österreich und eben mit unterschiedlichen Auswirkungen auf Regionen in Österreich, aber nicht nur, auch in Europa. Und während wir im Osten ziemlich starke Trockenheit erlebt haben, hat man im Westen eigentlich heftige Niederschläge und Murenabgänge gehabt und die einfach weite Gebiete betroffen haben. Klimawandel und eben vor allem Landnutzungswandel, und das haben wir eben schon öfter gehört, auch im Hinblick auf Insekten beziehungsweise auch Pflanzenarten, hat eben Auswirkungen auf Ökosysteme und Ökosystemprozesse und damit auch, und das ist wahrscheinlich der wichtige Punkt, auf Ökosystemleistungen und die Lebensgrundlagen der Menschen. Jetzt mal das Bild, das ich da habe, ist an der Grenze zu Deutschland, Schärding am Inn, was im Heuer relativ große Überschwemmungen gegeben hat. Um die Auswirkungen dieser Veränderungen zu verstehen, braucht es eben eine Vielzahl von Informationen. Das ist auch so ein allgemeines Credo und das ist, was ELTA einbringt, vor allem auch einen einheitlichen und ganzheitlichen Ökosystemansatz. Dabei geht es im Wesentlichen darum, die wesentlichen Kreisläufe wie Energie, Stoffe und Wasser zu erfassen und zu verstehen und die wesentlichen Änderungen von Ökosystemen im Hinblick auf Biodiversität, Boden und Habitate zu verstehen. Ein ganzheitlicher Ökosystemansatz oder Whole System Approach umfasst dabei alle Monitoring- und Forschungsaktivitäten, um eben diese Energie- und Stoffflüsse und Ökosystemfunktionen quer über unterschiedliche Ökosystemkompartimente in einem Standort zu untersuchen, zu erfassen, das heißt biotische, abiotische Informationen, relevante Umweltparameter eben zur Testung und Entwicklung von Indikatoren und diese weiter zu treiben. Damit wird eben ein wichtiger Input für die Wissenschaft und Forschung, aber auch für eine evidenzbasierte Umweltpolitik geliefert. Der Aufbau der ELTA-Forschungsinfrastruktur im Rahmen des europäischen ESFRI-Prozesses ist derzeit gerade im Laufen und zielt auf die Entwicklung einer nachhaltigen und langfristig gesicherten Infrastruktur auf europäischer Ebene ab. Das heißt, dass man wegkommt von der klassischen projektorientierten Finanzierung zu einer langfristig gesicherten Finanzierung, die als wesentliche Services, Standorte, als basale Infrastruktur für Ökosystem- und Biodiversitätsforschung zur Verfügung stellt, integrierte Basiserhebungen zu Schlüsselparametern zur Verfügung stellt, auch im Hinblick auf ELTA-Standard-Datenprodukte und eben auch den Zugang für wissenschaftliche Benutzer zu Standort und Daten ermöglicht. Die Aufgaben werden in einer Reihe von Topic Centers organisiert, wie zum Beispiel Datenmanagement, Qualitätssicherung, aber auch Standardisierung und Capacity Building. Die ELTA-Forschungsinfrastruktur mit dem Ziel von ca. 200 Standorten auf europäischer Ebene baut auf das Netzwerk von ELTA Europe, das bestehende Netzwerk von ELTA Europe auf, mit einem Standortsnetzwerk von ca. 450 LTR-Standorten und 35 LTSR-Plattformen in 26 europäischen Ländern. Und ELTA ist dann mit auch international in ILTA eingebunden. ELTA-Standorte, und das ist, glaube ich, das wichtigste Asset, haben eine lange Geschichte.
im Hinblick auf Monitoring und Datenbereitstellung. Viele wurden bereits in den frühen 90er Jahren gegründet im Zuge der Waldschadensforschung. Manche stellen aber auch längere Zeitreihen zur Verfügung. Und diese langen Zeitreihen zu Ökosystemprozesse und Ökosystemveränderungen inklusive Biodiversität sind ein wesentliches Asset von LTR Europe und der LTR Forschungsinfrastruktur, aber auch einer der wesentlichen Herausforderungen, mit denen man umgehen muss. Im Rahmen der Umsetzung und dem Streamlining von ELTA hat man sich eine Reihe von Forschungsfragen identifiziert, die eben diesen Kernbereich der ELTA-Aktivitäten darstellen und die auch diese Überschneidung mit NFDI bereitstellen. Biodiversität und Biodiversitätsverlust und Landnutzungswandel ist dort eine der wesentlichen. Diese Forschungsfragen sind eben relativ breit und inkludieren sowohl Treiber als auch Pressures, die eben untersucht werden. Im Zuge von laufenden Projekten wie das ELTA Plus werden eben diese Forschungsfragen adressiert und pilothaft ausgearbeitet. Ein wesentlicher Aspekt bei der Fokussierung und Harmonisierung und Integration von Umwelt- und Biodiversitätserhebungen quer über Standorte hinweg ist eben so ein Streamlining-Prozess und die Entwicklung eines Standardbeobachtungssets. Und im Zuge von ELTA wurden eben eine Reihe von sogenannten Core-Variablen identifiziert. Das ist dieser Community-Prozess, der auch schon des Öfteren angesprochen worden ist. Die sollen einerseits eine hohe Sensibilität auf Umweltveränderungen aufweisen und auf der anderen Seite auch eine kritische Relevanz für die Modellierung von Umweltveränderungen und Vorhersage haben. Diese inkludieren eben unter anderem auch als wichtige Komponente die biotische Heterogenität. Ziel der europäischen Forschungsinfrastruktur ist die Bereitstellung von konsistenten und harmonisierten und qualitätsgesicherten Daten, die eben einerseits über diesen Streamlining-Prozess, über diese Core-Variablen adressiert werden und auf der anderen Seite auch in der Weiterentwicklung des ELTA-Informationssystems. Dabei geht es auch um die Implementierung dieser FAIR-Prinzipien. Im Ziel ist es diese Entwicklung und Bereitstellung von integrierten Datenprodukten, auch im Hinblick auf Biodiversität, eine Qualitätssicherung und harmonisierte Daten von LTR-Standorten. ELTA baut auf eine verteilte Dateninfrastruktur auf mit zentralen Komponenten für die Suche und Visualisierung der Daten. Es wird einen sogenannten Servicekatalog und ein Serviceportal geben, das gerade in der Pilotierung ist, dass der zentrale Zugriffspunkt für die Integration in europäische Dateninfrastrukturen, aber auch für Benutzer ist. Ein wesentliches Element dabei ist die Entwicklung einer kollaborativen Auswerteplattform, dem sogenannten ELTA Data Lab, die eine gemeinsame Entwicklung von Auswerte- und Datenmanipulationsprozessen ermöglicht. Und auch hier ist, glaube ich, die Interaktion mit NFDI for Biodiversity ein wichtiger Teil. Bei der Integration von Daten von unterschiedlichen Standorten und über die Zeit hinweg muss eine Reihe von Herausforderungen gelöst werden. Und gerade die NFDI for Biodiversity hat hier eine wesentliche Rolle und das ist auch der Teil, den wir als Use Case mit eingebracht haben. Diese Herausforderungen liegen einerseits in dem thematischen Fokus von ELTA, der relativ breit ist, dieser Ökosystemansatz quer über alle Ökosystemkompartimente hinweg. Aber er liegt auch, und das ist, glaube ich, gerade für Biodiversitätsdaten relevant, ist in der Geschichte von ELTA und diesen Langzeitdatenreihen, die vorhanden sind von unterschiedlichen Standorten. Es geht aber auch um die Weiterentwicklung von Methoden. Wir haben vorher mit eDNA im aquatischen Bereich, aber auch im terrestrischen Bereich gehört und diese in ein konsistentes Monitoring-Konzept und in der Bereitstellung von Daten zu integrieren. Forschungsprojekte eben wie LifePlan sind hier ein wesentlicher Bereich. Es geht natürlich auch um gemeinsame Vokabulare, Taxonomien
Alles das braucht Zeit und Geld und natürlich auch einen langen Atem. ELTA arbeitet hier nicht alleine, sondern in einer Reihe von Projekten. Von ELTA Plus bis Lifeplan, Enfree Fair, aber auch gemeinsam mit NFTI. Im Rahmen von NFTI for Biodiversity wird in diesem Anwendungsfall vor allem das Thema der Harmonisierung von Artnamen adressiert. Und vor allem auch im Hinblick auf die Dokumentation und Abbildung Provenienz dieser Manipulationsschritte als Teil einer besseren Datenbeschreibung. NFT for Biodiversity kann damit zum Beispiel der nationale Knoten und die Schnittstelle für LTA Deutschland und deren Biodiversitätsdaten in die ELTA-Infrastruktur sein und hat hier eine wesentliche Rolle in dem Prozess. Aber es geht auch um dieses Co-Design und diese Co-Entwicklung zwischen dem ELTA Information System und diesen Research Data Commons, die eben so zentrale Service-Funktionalitäten zur Verfügung stellen und diese gemeinsam zu entwickeln und weiterzuarbeiten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kurzen Überblick über ELTA und die Forschungsinfrastruktur geben und auch ein bisschen das Interesse wecken, weil das, glaube ich, in diesem Prozess auch ein wichtiger Datensatz ist, der integriert wird und, glaube ich, mit ELTA Deutschland auch auf nationaler Ebene ein wichtiger Player in diesen Prozessen. NFTI, ein Jahr. Ich glaube, wir sind auf einem gemeinsamen Weg und ich hoffe, dass das noch lange weitergeht. Und wenn Sie noch Fragen haben, stehen natürlich gerne zur Verfügung. Danke.